Er spielt Spiele, die jeder kennt, doch er hat kein Talent. Darum ist dies ein Let's Try to Play. Ein Let's Try to Play mit Michael. Yeah. So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Try to Play Video. Diesmal mit einem anderen Setting. Das habe ich mir ausgeliehen. Das ganze Setting habe ich mir woanders ausgeliehen. Und zwar habe ich jetzt hier folgendes Spiel. Na gut, es ist Kappa-Corridori. Es sollte auf jeden Fall sein Ninja Survivors für die Switch. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie mal vor, die Super Nintendo-Fassung zu kaufen. Die habe ich aber nie gekauft und dann war das Spiel so saumäßig teuer gewesen. Und dann gab es irgendwie eine Arcade-Version auf der Switch, aber das war nur Teil 1 gewesen, der gar nichts mit den Super Nintendo-Teil zu tun gehabt hat. Und dann habe ich ja mal erfahren, dass dann dieses Ninja Survivors irgendwie davon das Remake ist. Und ja, dann gucken wir jetzt mal das teuerste Super Nintendo-Spiel an, das es gibt in HD, neuer Grafik und so. Dann fangen wir an, das ist also Ninja Survivor oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, man spielt Robot-Ninja, die dann irgendwie die Welt retten müssen vor irgendwas. So, dann fangen wir an mit der ersten Mission. Es gibt auch dann auf jeden Fall bestimmt zwei Charaktere, die versteckt sind. Und wir haben dann hier so die Organisten. Das ist die aus dem ersten Teil. Das ist ein weiblicher Cyborg. Das ist ein männlicher Roboter, der ziemlich groß ist. Und das ist irgendwie ein Katana-Mann. Aber wir fangen mit der klassischen Figur an. So. Die wird jetzt aktiviert und ein Cyborg läuft jetzt rum. Ich versuche jetzt professionell zu wirken. Stage 1. Strange Operation. Ja, wie man sehen kann, das ist so eine kleine Cutscene. Und dann kommt dann der Roboter und so ist ungefähr das. Na gut. Ich muss aggressiver sein. In der normalen Fassung ist man einfach so durchgegangen und hat immer nur so gemacht. Dann kamen auch gleich immer die gleichen Feinde. Und da war auch weniger drin. Und hier wehren sich schon ein bisschen mehr. Naja, man sehen kann, ich habe so Probleme. Und man kann auch eine Sprungattacke machen, das konnte man allerdings nicht. Und natürlich Special-Attacken. Mal gucken, was da passiert. Gar nichts. Weil das erste Spiel ist einfach so ganz stumpfsinnig, da braucht man gar nichts, am Anfang gar nicht großartig was machen. So, so ist das klassische Gameplay. Man geht einfach durch, tötet die Feinde, geht dann weiter und man kann nicht aufgehalten werden. Und dann hat man so Special-Dinger. Oh, da, man kann noch Ninja-Sterne werfen irgendwie. Dass ich immer noch nicht weiß, wie es geht. Da kann man auch Motorräder werfen. Und da kommen auch verschiedene Gegner. Oh, kann sogar blocken, aber das macht er automatisch, glaube ich, dann. Okay. Es ist also ganz spezial mit Schlagkombos. Komm her, da frisst das Motorrad. So, das war eine Special-Attacke. Ich weiß nicht, warum die sich alle mit Waffen da bewaffnen. Na gut, man kann auch so eine Sprungattacke machen. Also ist auf jeden Fall ziemlich. Zack. Ist nichts Großartiges oder so, ist einfach ein Remake, da kann man jetzt auch nichts anderes erwarten. Es wird ein bisschen aufpoliert und es wurde so ein bisschen verbessert, ein bisschen mehr Variation von den Feinden rein. So wie es aussieht, das erste Level auch so ein bisschen normal oldschool. Zumindest kann es auch ein Ding nehmen. Oh, weibliche Ninja. Na, zumindest drauf schmeißen können.
Ich muss ein bisschen Sprungattacke ein bisschen besser benutzen. Ich glaube, man kann die Gegner auch greifen oder so. Na gut, man kann sie zu Boden ringen. Zack. Komm her, Frau. Und da ist ein Energiebonus, den ich jetzt einsammeln sollte, damit ich wieder zu Kraft komme. Meh. Na gut, ich bin vorbeigelaufen. Ja, so ist das eben. Dann kann man auch so sehen, dass das Hintergrund aufgebaut ist. Oh, da kommen Raketen runter. Aus dem Hintergrund, die schlagen dann ein. Da sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Ja, das sollte eigentlich so jetzt nicht sein. So. Geht nur aus dem Weg. Wenn sie alle Messer hätten, das wäre auf jeden Fall gut. Das ist jetzt ein bisschen katastrophal. Wie man sehen kann, man ist ein Cyborg. Und ich hoffe, dass man noch ein Leben hat. Okay, das war ungefähr der Ablauf. Yes. No. Okay, das war Ninja Survivor. Mal gucken, was wir noch für Spiele haben. Ich habe jetzt nicht die große Auswahl jetzt hier an Spielen. Da es nicht meine Switch zu Hause ist und dann noch die ganzen Download-Spiele nicht drauf sind. Und die Module nicht verfügbar sind. Schauen wir mal. Na, ja, zum Beispiel die Blizzard Collection können wir auch machen. Da, wo wir Blackthorn drauf haben. Ich kann sogar zwei Spiele darauf packen und ich glaube, das fällt Ihnen gar nicht beim Videoschneiden auf. Die war auch, glaube ich, nur limitiert gewesen. Okay, wir scrollen nach unten, wir haben alle richtige gelesen. Ja. Boah, das ist schrecklich. Also wenn man schon so einen ganzen Text nach unten scrollen soll und alles gelesen hat, muss in einer halben Stunde. Okay, dann haben wir jetzt die Spiele hier. Black Thorn. 1924, das Gegenstück. Lost Vikings. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum das 1993 bis 21 steht. Okay. Okay, wie man sehen kann, ist es noch verbessert. Okay, dann fangen wir mit Black Thorn an. Das habe ich für Super Nintendo gehabt. Ja, das habe ich importiert und dann ist es irgendwann weggekommen und dann habe ich immer mein ganzes Leben eigentlich danach nachgeweint, dass das Spiel weg ist. Und dann war ich auch froh gewesen, dass es auf der Collection drauf ist. Das ist dann von den Blizzard-Machern, die dann Warcraft entwickelt haben. Und ich muss sagen, es ist sehr dunkel. Na, nehmen wir üben. Ich glaube, die Definitiv-Vision. Kann man ein bisschen heller machen? Wow. Nein. So, üben wir mal. Papp, 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 papp. So. Es ist auf Deutsch zumindest. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich da machen wollte. Und es ist auch sehr dunkel, das muss ich wirklich sagen. Das Tolle war eigentlich bei dem Spiel gewesen, dass man so durchgehen kann in 2D-Leveln. Ja, erzählen die ganzen Sachen. Okay. Okay, wie man sehen kann, ich weiß jetzt gar, es ist so dunkel, dass ich gar nicht weiß, wo ich hin soll. Was natürlich schade ist. Das war jetzt gut geraten. Und ich sehe nicht, wo ich hingehen soll. Wow. Also, auf diesen PC-Dingern ist das eigentlich ziemlich... Dann kann ich auf jeden Fall laufen.
dann kann ich springen mit einem Knopf, dann kann ich da klettern und eine Tür, weiß ich nicht, wie aufgehen. Dann muss ich die Leute fragen, wie die Tür aufgeht. Okay. Okay. Dann gib mir meine schwere Bombe in mein Menü. Jetzt muss ich irgendwie einen Knopf drücken. Ja, so ungefähr geht das dann. Hurra! Ich hab's geschafft. Also man geht ein ganzes Tutorial durch, was man machen sollte. Da ist ein Gegner. Und er sollte irgendwie Waffe rausziehen. Einen Knopf. Na gut. Jetzt werde ich dann von georgt. Oh. Ja, das war Black Form. Wenn ich die Waffe rausgezogen hätte, oder ich gewusst hätte, welchen Knopf ich drücken sollte, wäre es besser gewesen.